Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Jeder von uns, der Kinder hat, der geht mit denen mal ins Kino, im Sommer ins Schwimmbad, kauft neue Winterstiefel und die Kinder fahren auf Klassenfahrt. Eine Selbstverständlichkeit, denkt man als Mutter, denkt man als Kind, aber es ist eben nicht selbstverständlich für alle Kinder in unserem Land. Jedes fünfte Kind lebt in Armut und geht eben nicht ins Kino, geht nicht mit auf Klassenfahrt oder hat auch keine neuen Winterstiefel. Das ist ein unhaltbarer Zustand, und den müssen wir angehen. Und das Gute eigentlich ist, dass man vor 13 Jahren gesagt hat, vor allen Dingen die Familien, wo gearbeitet wird, die nur durch ihre Kinder überhaupt in Armut rutschen, denen muss man besonders helfend unter die Arme greifen, weil es kann nicht sein, dass Kinder ein Armutsrisiko sind. Deswegen hat man den Kinderzuschlag eingeführt. Das große Problem nur nach 13 Jahren ist, dass wir feststellen, dass das Ding so bürokratisch ist, dass es bei den Familien eben gar nicht ankommt. Nur ein Drittel der Berechtigten erhält überhaupt den Kinderzuschlag. Und das ist ein Riesenproblem. Das bedeutet, dass Frieda eben nicht zum Kindergeburtstag gehen kann, weil ihre Mutter sich am Ende des Monats das Geschenk nicht leisten kann. Das bedeutet, dass Yazan im Winter immer wieder Wasser in die Stiefel bekommt, weil die Stiefel seiner Schwester, die er aufträgt, eben nicht mehr wasser- und matschfest sind. Und deswegen müssen wir an diesen Kinderzuschlag unbedingt heran. Und es gibt noch ein weiteres Problem. Das Problem ist, wenn sich dann die Mutter von Frieda oder von Yazan überlegt, ich mache noch zusätzlich einen Minijob, weil ich kann es einfach nicht ertragen, dass meine Tochter immer wieder außen vor ist. Dann arbeitet die mehr und dann erreicht sie aber die Höchstgrenze und plötzlich hat sie dann, weil sie dann den kompletten Kinderzuschlag nicht mehr bekommt, am Ende sogar weniger, obwohl sie mehr gearbeitet hat. Und das kann nicht sein, dass Arbeit hier auch noch bestraft wird. Ja, hier kommt schon, das ändern wir, das habe ich auch gedacht. Und wir haben uns eigentlich alle als Grüne richtig gefreut, als wir den Koalitionsvertrag gelesen haben und dann im ersten Kapitel gleich die Familien drin standen. Doch wenn man sich das genau anschaut, dann ist es leider so, dass man sich nicht nur die Prosa im Familienkapitel anschauen muss, sondern was man sich anschauen muss, ist das, Seite 67 des Koalitionsvertrags. Da ist nämlich aufgelistet, wie viel Geld in die Familienförderung geht. Und da steht drin, dass für die Kindergelderhöhung 3,5 Milliarden reingehen. Und dann steht da drin, Bekämpfung Kinderarmut durch Kinderzuschlag 1 Milliarde. Liebe Union, liebe SPD, das ist der Status quo. Das heißt, Sie wollen an der Situation dieser Kinder nichts ändern. Sie wollen nichts daran ändern, dass Frieda, dass Yazan und all die 520.000 Kinder, die dieser Kinderzuschlag derzeit nicht erreicht, dass sie nicht aus der Armut geholt werden. Und ich sage Ihnen eins, das ist nicht mein Land, in dem Kinder gut und gerne leben können. Und wenn Sie jetzt als SPD sagen, ja, das ist uns irgendwie durchgerutscht, ich kann es verstehen, wir haben ja auch verhandelt, das war ziemlich stressig. Oder wenn auch die Ministerin sagt, ich habe das auf der Pfanne, ich werde das angehen. Gute Nachricht, wir bringen heute mit unserem Antrag genau diese Punkte ein, und zwar ganz schlack. Automatische Auszahlung des Kinderzuschlages. Keine Härten mehr, dass man sofort wieder in Armut driftet, wenn man 1 Euro dazu verdient. Dafür zu sorgen, dass der Kinderzuschlag auch existenzsichernd ist. Und vor allen Dingen, dass die Alleinerziehenden so unterstützt werden wie Familien mit zwei Partnern. Wenn Sie das wollen, dann stimmen Sie heute unserem Antrag zu. Und ja, wir haben auch schon regiert. Wir wissen, dass man Rücksicht nehmen muss auf den Koalitionsvertrag. Das Gute ist nur, wir haben das mit der Union schon alles ausverhandelt. All das, was wir hier heute abstimmen, hat die Union schon einmal zugesagt. Deswegen, damit können Sie sich am Ende nicht rausreden. Und wenn jetzt kommt, ja, aber der Kinderzuschlag allein, der holt Kinder nicht aus Armut. Das stimmt. Das ist nur ein erster Schritt. Wir brauchen eine Kindergrundsicherung. Wir brauchen soziale Teilhabe. Aber ich sage Ihnen eins, Winterschuhe, Kindergeburtstag, Klassenfahrten und auch kostenloses Mittagessen, was Sie gerade im Bundesrat gekillt haben, das sind keine Kleinigkeiten. Für die Kinder ist das die Welt. Es geht darum, gehören diese Kinder dazu oder gehören diese Kinder nicht dazu. Beim Kindergeburtstag, bei der Klassenfahrt, beim Mittagessen und als Teil unserer Gesellschaft. Und wenn die erst 18 sind, dann ist es zu spät. Deswegen, wir müssen heute hier handeln. Macht kommt vom Machen. Also machen Sie was dafür, dass die Kinder aus Armut kommen. Herzlichen Dank.
Das Wort hat der Kollege Markus Weinberg für die CDU-CSU-Fraktion.